So, wieder bei Let's Help, diesmal der zweite Teil. Die Su 85 haben wir gerade gefahren. Ich hoffe, das war lehrreich für euch oder das hat euch auch geholfen. Bin mir nicht ganz so sicher, wie ihr das gerade so empfunden habt. Ich bin gerade überlegen, welchen Panzer nehmen wir jetzt, den ich auch relativ gut fahren kann. Am besten nicht einen, der so weit ist, damit, ne? Obwohl, ich habe keinen, der so weit ist. Ich könnte einen Löwen fahren. Mann, haben sie den abgeschwächt mit der Zeit. Fahren wir einen Hotchkiss oder fahren wir einen Fred? Na, Fred mag ich nicht, weil Fred, dann kommen so hohe Franzosenpanzer, die kenne ich da noch nicht. Ach komm, fahren wir trotzdem Fred. Der Ferdinand. Ich habe ihm den Spitznamen Fred gegeben und wenn ich schon Panzer einen Spitznamen gebe, dann heißt es entweder, dass ich ihn lächerlich finde oder dass ich ihn ziemlich genial finde. Ich finde den Fred richtig genial. So, wenn ihr den Fred habt, solltet ihr auf jeden Fall, ihr müsst ja, ja gut, man muss sich das so vorstellen, man kommt ja von einem Jagdpanther an. Oder man bekommt ja allgemein von den gesamten deutschen Jagdpanzern. Hier wird zwar bald noch ein bisschen was anderes kommen, aber naja, ihr kommt ja vom Jagdpanther. Ihr solltet auf jeden Fall die 10-5er erforschen, bevor ihr den Fried erforscht. Erstens, dann ist der Jagdpanzer auch ein bisschen, der Jagdpanther auch angenehmer. Und zweitens, diese 10-5er kann man auch für den Fried weiter übernehmen. Und auch direkt draufpacken, versteht sich, ne? Dann sollte man, mal kurz gucken. Kurz gucken, ich muss gerade ein bisschen rechnen. So, Gewicht 3, 4. Eine Tonne mehr ungefähr. Eine Tonne mehr. Ist ich gerade richtig? 66? Ja, ist egal. Also, ihr solltet erstmal auf die 12,8er Pack gehen. Von den Forschungspunkten her, weil die kostet 63.000 Erfahrungspunkte. Ist ein bisschen viel, aber die 12,8er ist einfach nur genial. Und wenn ihr die erforscht habt, geht ihr auf die Motoren und zum Schluss auf die Ketten. Das ist wirklich sehr wichtig, dass ihr sofort die große Kanone habt. Ich habe nur gerade von den Gewichten her nachgeguckt, ob man die Ketten braucht, weil die tut das Gesamtgewicht erhöhen. Unter anderem. Und es gibt einige Panzer, da muss man das echt machen. Zum Beispiel den Panzer 3 Arschloch, wie ich ihn selber nenne. Bevor man die beste Kanone, die 5er draufpacken kann, muss man den besseren Turm draufpacken. Und bevor man den besseren Turm draufpacken kann, muss man erst die besseren Ketten erforschen. Ne? Deswegen, es gibt einige Panzer, bei denen muss man das, einige muss man nicht. Da hier ist einer davon, der Fred. Da geht am besten sofort auf die 12,8er. So, wenn ihr den Fred habt, dann, wie gesagt, immer hier diese Ersatzteile. Davon baut ihr bei Su 85 gerade keins zu benutzen. Macht 613 Maximalschaden, das ist richtig genial. So, ein Tarnnetz, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch was bringt als Tier-8er. Ich habe ihn einfach mal draufgepackt, weil ich noch eins zu viel hatte. Skillmäßig weiß ich auch nicht ganz genau, was ich machen sollte. Ich muss zugeben, ich konnte den Panzer damals noch nicht. Deswegen bin ich so halb-halb gegangen. Aber ich glaube, bei dem Ding ist erstmal Reparatur vor euch das Wichtigere. Ihr könnt noch einen Ansetzer und noch einen Waffenrichter mit einem draufschrauben. Habe ich zwar nicht gemacht, aber naja, verkehrt ist es nicht. Also es kann nur helfen. Ich habe es zwar nicht gemacht, weil ich auch, wenn ihr meine Credits gerade gesehen habt, so 66.000, das ist nicht gerade viel. So, mal gucken, ich sehe keinen Franzosen, ne? Nein, ich sehe keinen Franzosen. Alles nur ältere Panzer. Na, Halleluja. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall so nur mittig gesinnt. Das heißt, obwohl es gibt auch nur einen Tier 9er, nämlich den IS-4 und den Jagdtiger da. Aber relativ viele, obwohl, Achter, es sind auch nur 4 beim Gegner. Ne, 5 beim Gegner. Naja, auf jeden Fall, Steppen ist auch nicht gerade so eine tolle Map, aber für einen Jagdpanzer geht das. Nun ja, mit dem Fred, auf jeden Fall, mit der Su 85 bin ich ja teilweise ein bisschen nach vorne gefahren. Mit dem Fred nicht tun, weil er dreht sich relativ langsam und er ist ja auch relativ langsam, also er ist nicht gerade der Schnellste. Mit dem ist ein IS-3. French Tank ist cool, unter festen KV. Aha. Los geht's! So. Also ich habe zwar den besten Motor drauf, also lässt auch jetzt nicht das trügen, weil ich bin ja mit dem Panzer nicht fadial ausgebaut. Mit dem besten Motor, mit der besten Kanone und so. Der mag zu Beginn richtig scheiße sein, weil man wirklich einen scheiß Motor hat, man kommt gar nicht vorwärts. Aber wenn man alles das Besten hat, dann ist es relativ gut. Weil, guck mal, wir sind relativ schnell für so einen dicken Ding. Verstecke mich hinter einem Busch. Hinter einem Busch verstecken ist immer gut. Und, na, wer weiß, vielleicht kann ich ja so ein paar Sachen sehen, wo ich mich immer so aufrege bei Wargaming. Oder allgemein bei WoT. Zum Beispiel das Sichtsystem und die einzige Artillerie vom Gegner greift an. Das ist interessant. Hat er keine Munition mitgenommen oder was? Mal gucken, ob ich ihn wegsnipen kann. Na, sieht nicht so aus. Da ist mir irgendwas im Weg. Stein oder so. Na, eine Senke ist da. Na? Jetzt ist da ein Stein. Jetzt müsste er gleich kommen. Ne.
Der ist hinter einem Dreckhügel. Naja, er ist auch auf jeden Fall tot. Das heißt, der potenzielle Feind der TDs ist tot. Also TD ist halt natürlich Jagdpanzer. Nämlich die Artillerie. Die Artillerie ist die Scheiße. Also ihr müsst euch wirklich eine Position suchen mit einem Stein hier, wo die Artillerie gegenballert. Oder einfach eine Position, wo man euch nicht so gut sieht. Also relativ weit hinten. Ich bin eigentlich ein bisschen zu weit vorne, wenn ich ehrlich bin. Und wenn dann Artillerie da ist, vor allem starke Artillerie, das ist dann richtig scheiße. Also man kann sehr, sehr schnell sterben. Erlebe ich auch als T10er immer wieder. Dass man da wirklich gerade mal, einen Feind bekämpft und dann schlägen zwei Artilleriegeschosse um einen ein und haben dann schon die Hälfte von AP. Die Artillerie sind in meinen Augen wirklich viel zu stark. Aber naja. So, da ist der Stärkste vom Feind. Auf einer wunderbaren Position. Und bei ihm so 516 Schaden gezogen. Schön, oder? So, was wichtig ist, wenn sich vor allem ein Feind bewegt, habe ich vielleicht gar nicht erwähnt vorhin, sollte man immer vorhalten. Das bedeutet, man sollte ungefähr erahnen, wenn er schießt, wo er sein könnte. Das müsst ihr tun, weil er bewegt sich ja. Und die Kanone, die schießt ja auch nur geradeaus. Also die ist ja keine zielverfolgende Kugel. Bedeutet quasi, wenn ihr schießt, müsst ihr ungefähr errechnen, wie lange die Kanone braucht, um den Punkt da zu erreichen. Und dann müsst ihr ungefähr wissen, wo der Feindpanzer dann ist. Also ob er dann da ist ungefähr. Das hängt natürlich auch von der Geschwindigkeit des feindlichen Panzers zusammen, aber auch von eurer Geschwindigkeit der Kanone. Weil ich sag mal, eine Artilleriekanone ist scheiße langsam. Im Gegensatz zu der hier vom Fred. Das ist nur so ein ganz grobes Beispiel. Aber ungefähr so sollte man sich das mal vor Augen halten. Dass man da auf jeden Fall nicht auf Auto-Aim macht und wundert sich dann, hö, ich treffe ihn nicht. So, und der Jagdtiger hat da Probleme? Ich weiß gerade nicht. Ne, ich fahre mal zu den gegnerischen Panzern, die sind alle One-Shots. Jetzt sind sie zumindest alle One-Shots. Also, ich benutze hier gerade die World of Tanks-Sprache. One-Shots bedeutet nur noch einen Schuss, dann sind sie tot. So. Aber naja, wenn wir so 2, 3, 4, 5 Parts gemacht haben, dann glaube ich, habt ihr diese Sprache auch schon verstanden. Oder vielleicht spielt ihr es ja selber, weil ich mache ja Tutorials für Leute, die das Spiel selber spielen, damit die ganz gut klarkommen. Und ich mache jetzt gerade was ziemlich Dummes. Ich fahre einfach in die Front rein. Auch wenn es so ein M6 ist, der kann mir eigentlich nichts anhaben, aber naja. Den Fahren abgeknallt. Und jetzt zum IS-4, der hat noch eine kaputte Kette, der tut mir richtig leid so ein bisschen. Aua, zieht mir fast die Hälfte von AP. Über die Hälfte. Schwein, macht der Maximalschaden. So. Ne, der hat 603 Schaden gemacht. Fast Maximalschaden. Schaffe ich sehr selten, wenn ich ehrlich bin. Schaffe ich sehr, sehr selten. Und ja, auf jeden Fall mit dem Fred, also nicht. Ihr seht ja schon, ich habe jetzt eine Kugel vom IS-4 geschluckt. Ab und zu prallt auch mal einer ab. Aber nicht wirklich oft. Also die Panzerung vom Fred ist nicht wirklich 200 mm. Die ist nur an ein paar Stellen 200 mm. Also damit kommt man auch mit der 10-5er relativ schnell durch. Sprich, ein Löwe kommt dann natürlich sehr schnell durch. Ein Tiger vielleicht sogar auch mit der langen 8-8er. Also verlasst euch nicht so sehr auf die Panzerung. Die hält nicht so viel. Und deswegen auch ein bisschen weiter hinten bleiben. Was ich jetzt gemacht habe, war ein bisschen was anderes. Es war einfach nur zu wissen, da ist ein IS-4, da kann mich eh nur einmal anschießen, dann ist er tot. So war es ja auch. Und da schlucke ich gerne eine Kugel, bin ich ehrlich. Vor allem, wenn ich gerade richtig gucke, ich glaube, da ist gar kein Feind in der Basis hier. Nee, ne? Vielleicht ein AFKler. Nee, ist auch keiner. AFKler bedeutet quasi, dass einer ins Spiel eingestiegen ist, aber sich nicht bewegt. Doch, da campt einer. Schnappen wir uns den oder tun wir lieber cappen? Nee, den schnappen wir uns, sieht gut aus. Ich gucke nämlich gerade unten auf die Karte, wie unser Team da gerade vorankommt. Den schnappen wir uns. Ach, das sind 3601H, das ist, ach, das ist lachhaft. Das ist ein Frühstück für mich. So, mit so einem Plan könnt ihr auch ein bisschen spielen, wenn ihr wollt. Haben wir mal eben so einen Kettenback an ihn gehabt. So, wir schießen ihn die Kette weg, aber machen keinen Schaden. Wir können auch mal ein bisschen anrammeln, das können wir auch mal tun. Dann am besten auch in Sniper-Modus gehen, damit ihr auch die Schwachstellen gut anschießen könnt. Ist bei dem jetzt nicht so wichtig, aber naja. Hey. Na gut, er bounce an mir, er kann eh nichts machen. Abhauen kannst du trotzdem nicht, auch wenn du jetzt schon ein bisschen schräg zu mir stehst. Ups. Du bist tot, mein Freund. Ne, beim Fred, ich meine, guckt euch mal an, wie wir uns drehen. Sehr schnell drehen wir uns ja nicht. Das ist wichtig zu wissen, falls ein kleiner, schneller Panzer an euch vorbeifährt. So schnell könnt ihr euch gar nicht drehen. Der also umrundet euch ein paar Mal, das machen die kleinen
mittleren Panzer relativ gerne. Die umfahren euch da und dann machen sie mal eben so bum 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 schön in eure Seite und schön in euren Heck rein. Das macht relativ viel Aua an euch und ihr könnt auch nicht sehr viel machen. Deswegen sollte ein Jagdpanzer immer noch einen Kollegen bei sich haben, der auf ihn aufpasst. Das ist eigentlich relativ gut. Bei Su 85 kommt es noch nicht so oft der Fall, aber so ab Tier 7 Jagdpanzer ist das schon relativ nötig, dass man da wirklich einen hat, der auf einen aufpasst ein bisschen. Denn falls mal, ich sag jetzt einfach mal, welchen nehmen wir denn mal? Nehmen wir ruhig mal den VK-28er hier, den Tier 5er, den ganz schnellen der Deutschen. Der fährt ja seine, wie viel fährt er? 72 km/h, ist ja schon ein bisschen was, ne? Ich nehme an, der wird nicht ganz so wendig sein, aber trotzdem, er fährt ja seine 72 km/h und wenn er auf euch zugerast kommt, naja, eventuell schießt ihr daneben und dann ist er an euch vorbei, weil ihr müsst ja relativ lange nachladen. Und wenn er an euch vorbei ist, ihr könnt euch nicht schnell genug drehen, wie er Ewigkeiten hinter euch fährt. Da braucht ihr einen Kollegen. Und deswegen ist es auch wichtig, nicht zu weit nach vorne zu fahren, denn dann passiert das mal und dann seid ihr gearscht, weil dann könnt ihr nämlich nichts mehr machen. Da müsst ihr auf euren Kollegen hoffen und falls keiner da ist, passiert nämlich auch oft, man wird allein gelassen, dann seid ihr sehr schnell tot und ärgert euch unnötig. Passiert mir sehr oft. Ich muss gerade gucken, vielleicht fahre ich mir gleich mit einem von den Kollegen immer zusammen. Vielleicht mache ich auch ein paar Multiplayer-Gefechte, wenn wir so Kompanieabende haben bei uns. Vielleicht mache ich da mal mit. Muss mal fragen, ob ich aufnehmen darf, weil dann nehme ich ja jeden einzelnen Sound von den Pennern da auf. Naja. Auf jeden Fall, das war so ein kleines, ja gut. Allgemeintipp. Fred. Was gibt's beim Fred zu achten? Mit 12.8er kommt man fast durch alles durch. Das ist ein bisschen ähnlich wie Su 85. Man muss nicht zwingend auf Schwachstellen beim Panzer schießen. Man kommt fast überall durch. Außer wenn man jetzt, sag ich mal, einer Maus begegnet. Ja gut, da muss man auf was ganz Bestimmtes zielen. Ein bisschen hier so rauf, ne? Aber gut, ich meine mal ansonsten, wenn ein Löwe auf euch zukommt, von Löwen braucht man eh keinen Schiss zu haben, da kann man nur ruhig, obwohl man es auch nicht auf einen ungünstigen Winkel schießen. Ich sag mal, wenn der Löwe so zu einem steht, dann schießt er auch nicht hier rauf, dann schießt er schön hier rauf. Oder hier so unten, ist auch egal. Da kommt man eigentlich relativ gut durch, aber niemals da, weil der Winkel ist viel zu spitz. Kann nämlich sein, dass er abprallt. Aber trotzdem mit dem Fred, ich meine, ich sag mal so, wenn ihr gegen einen anderen Fred kämpft, man fragt immer, wo sind die 200 mm Panzer beim Fred? Ich glaube, die sind hier so. Wenn ihr jetzt diese Hand beobachtet, die sind hier, glaube ich, die 200 mm. Vielleicht auch da. Auf jeden Fall, hier ist der Fred sehr verwundbar, an dieser Unterwanne. Und hier, neben der Kanone, da kommt man auch relativ locker durch. Ansonsten beim Fred immer schön hier raufballern. Hier so da. Immer schön darauf, da kommt man fast immer durch, da macht man sehr viel Schaden, das macht sehr viel Aua beim Fred. Und ja, das ist relativ hart. Also der Fred ist eigentlich ein schöner Panzer. Macht mir auch sehr viel Spaß mittlerweile. Ich muss erstmal lernen, wie man mit dem fährt, weil ich bin relativ offensiv gefahren damals mit Jagdpanzern. Jetzt nicht mehr dank dem Fred. Jetzt fahre ich ein bisschen, mit dem fahre ich sowieso ein bisschen defensiver. Habt ihr vielleicht, obwohl ich bin, ja, hat man jetzt nicht so raussehen können, aber ich bin ein bisschen defensiver mit dem. Und wie gesagt, der macht auch relativ Spaß. Ich meine, ich gucke mal kurz meine Statistik zu dem an. Die ist nicht so rosig wie bei der Su 85. Ich muss kurz suchen, wo ist denn der Fred? Ah, der ist er ja. 57 Gefechte haben wir schon. 73 Kills ist auch positiv. Nur einmal Sniper. Ein bisschen wenig, ne? Aber Treffergenauigkeit 75%. Da bin ich schon deutlich besser als mit der Su 85. Und im Allgemeinen, das ist ein schöner Panzer. Doch, mir gefällt er. Also wenn man Jagdpanzer spielen kann, ist das sicherlich ein schöner Panzer. Und Hotchkiss, soll ich euch den mal zeigen? Nee. 3760 Gefechte. Mann. Ich will jetzt auch nicht schön sagen, hier, guck mal hier, guck mal hier. Ja, guck mal da, Panzerexperte. Naja. Wie gesagt, das soll nur ein kleines Tutorial sein, so gesehen, und wir schmeißen noch die Woche Imperial Glory auch noch hier mit hinterher. Da müssen wir gucken, wie ich das dann mache. Das war eigentlich relativ klein, die Parts, also VK45A oder B? Fragt man sich auch so. Vielleicht noch allgemein so ein Tipp, was man machen, was man fahren sollte. Man fragt sich ja selber so, was fahre ich? Fahre ich den deutschen, den schweren deutschen Panzerstangen oder den mittleren? Ich muss zu ehrlich gesagt sagen, ich bin schwerer Panzerfahrer. Merkt man auch. Okay, die USA habe ich noch nicht so gespielt, aber so einmal bei den Russen. Ich bin da nur die schweren Panzer durchgegangen. Hier habe ich jetzt wieder weitergemacht. Naja, geht so. Oder auch hier. Einfach mal durch. Mittleren Panzer gar nicht gemacht. Den habe ich noch erforscht durch einen anderen Patch. Jetzt denkt man vielleicht mal so, wie bin ich auf den hingekommen, ne? Weil ich muss eigentlich den hier gefahren sein. Wie gesagt, den hatte ich schon durch einen anderen Patch erforscht. Aber nie gefahren. Ne, hier, die ganzen Verbesserungen, alles durch andere Panzer erworben. Das ist schön an den Deutschen, wenn man da Verbesserungen kauft, dann kann man sie ja für den nächsten Panzer meistens mitnehmen. Naja. Wie gesagt, ich fahre die schweren Panzer und die Jagdpanzer, die gefallen mir.
Artillerie mag ich überhaupt nicht. Aber muss jeder für sich selber wissen. So, am besten schreibt dann mal unter dieses Video, was ich dann noch für Tutorials machen soll. Ob ich jetzt vielleicht mal so allgemein ein Artillerie-Tutorial machen soll, kann ich mir mal ruhig nochmal die Hummel wiederholen. Obwohl, ein bisschen teuer, ne? Kann ich halt vielleicht mal allgemein Artillerie-Tutorial machen und auch allgemein Jagdpanzer-Tutorial oder Tutorial zu den Franzosenpanzern, was man da machen sollte zu Beginn, obwohl ich momentan nur Blödsinn mit denen hier mache. Vielleicht auch mal Tutorials zu schweren Panzern oder auch zu ein paar bestimmten Panzern. Ihr seht ja hier unten meine Garage, was da alles drauf ist. Scroll ich mal hier rüber, damit ihr auch mal sehen, was da war. Ups. Ja, so viele freie Plätze habe ich zur Verfügung. Alles durch die komische Sachen. Nun ja, auf jeden Fall, da seht ihr mal so alles, was da ist. Dann schreibt am besten mal in den Kommentarbereich hin, was ihr noch alles haben wollt, ob euch das überhaupt gefällt. Auch mal so eine gute Frage. Und dann machen wir hier, ich glaube in 2 Wochen machen wir dann mal weiter. Keine Ahnung, was wir für einen Panzer nehmen. Und dann mal schauen. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, es hat euch auch geholfen. Bis dann, tschüss.